Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier im PvK Niekosing. Ja, ich habe Traktor gefunden zum Rubbeln. Muss aber die Anhänger abkippen, weil das wollte ich schon nicht dabei haben. Ne? Haben wir zum Hochzeug die Anhänger und dann geht es ja weiter zum Flügen. Feld nur 5, das ist nur ein kleines Feld, aber können ja die Traktoren arbeiten lassen, ne? So. Ja. Hier könnte man noch eine Fläche mähen, aber mal schauen. Zwei lasse ich auch mähen. Ist ja nicht so dramatisch. Dass wir hier optimal bis hinstellen, nicht dass aber im Wege steht. So, mal gucken, dass wir das vorne abhängen. Das sieht ganz gut aus. Wärmeschub hier. Also ich mache Zeitkreuze. Ist da keine Dünger mehr vorhanden? Das wäre schlecht. Das wäre schlecht. Wenn der Sommer vorbei ist, ein bisschen lange kann nicht mehr dauern. Einzig Gute hat jetzt die Zeit näher, dass die Nächte länger werden und somit die Chance des Auskühlens etwas höher ist als als zum Juni, ne? Da ist man die Nächte recht lang. Soll ja jetzt, wenn es noch 3 Tage warm werden jetzt nachher, wenn die Folgen jetzt nicht kommen, ist dann ja soweit. Aber es sollte erst viel länger heiß bleiben, also von daher ist das nicht so schlimm. Wieso ist da jetzt kein Dünger drin, ne? Das drinne. Das ist der erste. Warte mal, den ersten noch nicht mal bekommen und dann fährt er nicht weiter. Naja. Ein bisschen helfen, ne? Aber das Feld fertig wird hier die 20. Genau. So. Gut, die Folge, neue Folge begonnen. Und ist halt unwitzig. 4 können wir verkaufen. Hier könnte man mal gucken. Muss ich noch den Rest fertig machen mit dem Spat und dann schauen wir weiter. Ja, das ist ja eine Mission, ne? Das ist ja nicht so tragisch. Sonst wäre das schon schlimm. Muss man sehen, was wir daher machen, ob wir da uns eine Ballenpresse noch zumieten oder warten bis der andere fertig wird. Natürlich ist natürlich blöd. Aber gut, hier, aber den 1 Meter Stückchen kann man nicht zurück. Das machen wir nicht.
kommen wir so mit klar. Den Rest. Ein Aufkill. Oder ich fahre einfach dieselbe Spur nochmal und müssen halt das noch nichts mitnehmen, ne? Oh ne, komm. Können wir noch die Ballen ja die geladen. Das kann zwar auch Cosplay, aber gut. Alles würde ich auch nicht machen lassen. Ja. Das können wir mal tun. Juckt. Ja, Montag. Im Grunde die dritte Arbeitswoche jetzt nicht. Oder schon lange vorbei. Ist halt so. Aber heute habe ich das größte Mist gelesen, was jetzt einige fordern, eine 6-Tage-Woche. Ist so von lächerlich. Also Fachkräftemangel und soll man mehr arbeiten. Nach dem Motto. Wir müssen sich nur fragen, warum es einen Fachkräftemangel gibt. Ne? Das ist halt der entscheidende Punkt. Ich nehme an, Richtung Gastronomie und so, das ist ja so, du musst ja auch motiviert sein, das zu machen. Ich überlege, allein Rügen bei mir zu Hause, meiner alten Heimat, tja, das will doch keiner machen, wenn du halt nur knapp ein halbes Jahr Arbeit hast und dann ein halbes Jahr zu Hause bist, dann sagst du ja auch irgendwann mal, ja, wenn ich einen anderen Job bekomme, wo ich dann voll durcharbeiten kann, vielleicht noch bessere Arbeitszeiten habe, dann bist du auch in Gastronomie als Kellner halt weg. Und dann wundern sich dann hinterher, dass keine Fachkräfte haben, die das machen können. Das ist das falsche Geschäftskonzept, ne? Sag mal so. Ich kann doch nicht hier die Menschen ausbeuten lassen, also von der Art und Weise. Ach Motto, ich brauche dich heute, bist du da? Brauche dich nicht mehr, bist weg. Das ist doch keine Art und Weise. Dann müssen sie halt ihr Geschäftsmodell verändern. Dass sie dann so arbeiten können, dass sie dann praktisch die Überstunden dann abfeiern können und trotzdem das ganze Jahr beschäftigt sind. Ne? Wenn das nicht funktioniert, dann muss man sich halt Modell einfallen lassen, wenn man es länger machen kann. Kann doch nicht immer jedes Mal den Koch oder so in Richtung Hartz IV schicken oder Bürgergeld, ne? Das ist ja zwar schön, wenn du Geld kriegst vom Staat, aber von leben kannst du auch nicht. Und da müssen auch Jobs sein, wo du auch von was existieren kannst. Also sag mal so, wenn du ein Auto haben möchtest, das muss bezahlt werden. Und wenn du einen Job hast, wo du zu wenig Geld bekommst, dann ist das ja auch dämlich, ne? Anführungszeichen. Wer will denn da so arbeiten? Da müssen das für Familienunternehmen machen und dann naja, müssen wir zusehen, wie sie in der Familie das klarkommen, wenn sie so ein Modell haben. Und das funktioniert nicht. Das ist so. Muss ich sagen, ist. Das wäre das gleiche, wenn einer sagen würde, ich habe gerade jetzt einen Job für die Ernte, für 9 Wochen oder so und dann nachher, ja, gut, dann brauche ich den nicht mehr. Dann wundert sich, wenn der nächste Jahr dann nicht da ist, ne? Also woanders ist. Ich meine, am Mittelmeer, da kannst du ja sagen, okay, du machst das ganze Jahr Urlaubssaison. Da kannst du als Kellner auch komplett durcharbeiten. Da mag es ja vielleicht so sein, dass sie dann mit dem Bedarf haben für Fachkräfte in der Branche. Aber wie gesagt, wenn das meistens so ist, dass es schlecht bezahlt ist, dann ist bist du woanders. Ne? Denn du musst ja auch musst irgendwie auch leben können von der Arbeit.
Ich weiß, damals habe ich angefangen bei Pöttinger, rief mir ein alter Chef an. So, ich hätte für dich einen Job, da kannst du sogar mehr verdienen. Ah ja, habe ich dann so gesagt. Dann haben wir so da ich ja gerade angefangen habe, oh, du kannst ja sofort kündigen, das ist ja praktisch gleich möglich. Und ich habe mir so gedacht, naja, was für ein Job könnte das denn sein? 50 Kilometer fahren? Stress ohne Ende? Und dann eine Baustelle, die nur ein Vierteljahr geht und dann heißt es wieder, oh, wir haben für dich nichts, bis wir zu Hause. Das kann alles passieren. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Ne? Ist ja so. Ich hatte gute Firmen gehabt, wo ich gesagt habe, da hast du gearbeitet, aber dann warst du halt für ja, ein halbes Jahr und dann war die Baustelle fertig. Da gab es keine Folgebaustelle aufgrund der, ja, weil es halt mal so ist. Und dann hieß sie wieder, oh, du musst dahin für 3 Wochen und dann mal 2 Wochen dahin. Ja, da habe ich ja wirklich keine Lust drauf. Und dann heißt es, dann muss noch weit fahren, also das ist das nächste Ding. Ja, und dann sitzt auch die Kosten bleibt sitzen. Ne? Hieß es, fahren wir nach Salzburg. Baustelle. Fährst aber am besten mit dem Firmenbus mit, fährst nach Haag. Das wäre von mir schon knappe 50 Kilometer. Und dann wäre es aber Ewigkeit unterwegs gewesen. Dann wäre ich, wenn ich jetzt da dahin fahre, muss das pünktlich sein. Logisch. Und ja. Stehst da wegen Blöde und dann bist du abends oder spät zu Hause, dann haben sie das noch zu machen und das noch zu machen. Die haben über schon gemacht. Da warst du vor 7, 8 nicht zu Hause, da warst du begeistert. Und am nächsten Tag wieder ja, 5 Uhr aufstehen. Also dann hast du nicht viel mit Schlafen und ein bisschen mit Freizeit und so. Ne, das ist nichts. Das blockiert oder fährt er? Was geht da? Doch, geht weiter. Die Räder bewegen sich. Mal aufladen. Hey, und ich bin. Wenn die Arbeit schlecht gewesen wäre und ich hätte, dann hätte ich auch gesagt, okay, ich kann das ja machen, aber ich weiß ja nicht, was festhalten kann. Oh, hier viele. Ja, aber es sind Versprechungen, die ja nicht gehalten werden. Also. Habe ich ja auch schon mitbekommen, dass es immer nicht perfekt ist. Ich meine, bei Excel war es gute Arbeit, da hast du teilweise bist du sauber zur Arbeit gekommen, bist sauber nach Hause gegangen. Teilweise. Unter Umständen. Aber du wusstest aber nie genau, wie lange das da geht, ne? Also. Gut, zum Schluss war ich da in einer festen Partie, also richtig eingegliedert in der Schicht mit denselben Leuten. Das ist schon fein, weil es so gut funktioniert. Aber hier. Ja, das werden wir hier nicht mehr schaffen. Beziehungsweise, ne? Das ist so. RS25 steht in den Pforten. Ja, und hier ist ja auch die Performance auch nicht so perfekt, wo ich sagen könnte, und da kannst du halt, was reisen, ne? Würde ich jetzt. Dazu ist die Arbeit, wenn man hier Grasball macht, zu viel. Also das ist
Ihr müsst normalerweise mit 2, 3 Leuten arbeiten. Dann geht das vorwärts. Freie Fahrt, Ausrufezeichen, freie Fahrt, Ausrufezeichen. Steht schon wieder. Muss ich mal sehen, dass ich die Hilfe oder steht. Ach, es kann sein, dass die anderen hier, dass andere praktisch am Hof sind. Dass die stehen. Also nichts, was jetzt ein Problem darstellen würde. Zweite Folge. Wahnsinn. Ja, das wäre natürlich hier richtig Kassenschlager im Januar, Dezember. Aber das wird natürlich, ja, mal schauen, ne? Also bin da optimistisch, aber wie es weitergeht. Wenn die Wahlen fertig sind, dann können wir ja praktisch, ja, den Eintrag zumindest aus. Das hat nur mal quer fahren, also wenn die Ballen über die Gras fahren, dann fliegen wir durch die Gegend. Ja, das werden einige Dutzend. Vielleicht werden es 1000, mal schauen. Schau mal. Ja, noch ein paar Meter vor sich. Ja, irgendwann haben die einen Update rausgebracht und seitdem stehen die Windräder. Mir ist am Anfang nie aufgefallen. So. Wir fahren mal bis da vorne ran. Und dahinter. Heute Massagegerät. Und da sind die, der wird am Sitzen liegen. Ungünstige Haltung. So. Auf zum BGH gleich. Wenn wir schon mal da sind, dann können wir nachher entsprechend, so weit ist, dort vor Ort alles schön verkaufen. Wir sind irgendwo ein Lager einfahren. Okay, Schluck auf. Frage. So, Leute, das soll schon fertig gewesen sein. Ich sag mal schon Dank fürs Reinschauen. Ja, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.